So, weiter geht's. Immer noch Level 5. In Welt 5. Soll ein Mantas sein, denke ich mal. Nein! Mario, was hast du getan? Sachen, die man sich nicht erklären kann. Warum lässt Mario den Teller fallen? Aggression oder doch Langeweile? Ja, das ist ein P-Switch. Wenn wir jetzt genau reinkommen nochmal. Braucht man allerdings, glaube ich, für eine Münze. Ich werde auch ein bisschen warm jetzt. Noch eine Münze. Ja, jetzt muss man raten. Wo könnte die Münze sein? Hier oder da drüben? Zwei Pfeile können das sein. Eventuell. Das heißt einfach. Und hier. So, dürfen wir jetzt endlich zum Schloss. So ein nerviger Kabelsalat, das ist richtig schlimm. So. Ja. Sieht gut aus. Jetzt dürfen wir endlich hin. Wir dürfen hin. Wahnsinn. Alter des Tages. Wir haben es doch noch geschafft ins Schloss. Eisblut Gemüse übrigens immer in solchen Feuerschlössern. Ja, wieder. Rätselhafte Ereignisse. Passen wir mal vor. Oh ja, das ist gut. Das ist ein Führersatz. Oh. Er hätte sich fast nicht festgehalten. Sehr knapp alles heute. Laufen. Und hier. Ja. Da gehe ich jetzt runter und tue alle Münzen. Der ist im Falle. Ich hab schon irgendwo am Rad. Will ich jetzt mal.
Blöcke aus Mario World mit anderen Mustern. Ob es klug war, die Blume wegzugeben für diesen Propeller Mario? Okay, ich weiß, was los ist. Man sieht, die Gegner werden immer anspruchsvoller. Jetzt ist auch ein Kettenhund dabei. So. Ja, natürlich, Mario. Ich werde so weiter mit dem. Und hier rum, dann hier. Das ist normal. Jetzt wieder zurück. Also auch nichts sonderlich Schwieriges, wenn man jetzt so durchdrehen sollte. Ganz einfach eigentlich. Und wieder eine Welt fertig. Dieses Mal kein Schiff. Ich würde denken, also schätzen Welt 7 wird das nächste Schiff geben, oder? Welt 6 jetzt. Weiß man ja nicht. Come back. Sehr schön gestaltete Overworld. Und ich bin ein Dicker. Mit einem Stern-Tattoo im Auge. Ja, und speichern. Okay, hier geht's dann nächstes Mal weiter. Bis dann.